Hallo Internet, heute geht es um meinen neuen Internetanschluss. Oben ist eine Abstimmung, da könnt ihr abstimmen, welches ich nehmen soll. Ich werde es nicht zwingend machen, auf eure Erfahrungen und Meinungen, insbesondere in den Kommentaren unten hören. Und ja, ich möchte euch direkt das erste vorstellen, Telekom Hybrid. Hierbei normal über DSL ist es mir möglich, bei der Telekom 16 Mbit im Download und 2,4 Mbit im Upload zu erhalten. Mithilfe von Hybrid-Technologie ist es mir möglich, 50 Mbit im Download zu erhalten und 10 Mbit im Upload plus dann noch den LTE-Bonus von nochmal 50 im Download und 10 Mbit im Upload, dass ich in der Theorie maximal auf 100 Mbit im Download und 20 Mbit im Upload kommen könnte. Dafür benötige ich einen eigenen Speedport-Hybrid-Router. Diesen möchte ich ungern nutzen. Ich plane dann dafür, dass ich den Speedport-Hybrid-Router nur dafür nutze, dass er LTE und DSL zusammenschaltet. Dahinter wird dann noch manuell eine Fritzbox 7580 dran gehängt mit mehreren Telefonen, auch von Fritz, also von AVM. Das ist so der Plan für den ersten Internetanschluss. Vorteil, ich hätte eine sehr gute Internetreichweite, ich hätte eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Nachteil ergibt sich allerdings darin, dass es eben Hybrid ist. Es ist sehr unzuverlässig manchmal und das ist ein bisschen ärgerlich, klar. Es hat seine Vorteile, es gibt Nutzer, da läuft es wunderbar, Nutzer, da läuft es furchtbar. Im Grunde hätte ich schon einen kleinen Vorteil, dass ich nah am Funkturm wohne, ca. 400 Meter davon weg, direkt in Sichtweite. Die zweite Möglichkeit, die mir dann noch offen steht, wäre Unity Media. Klar, ich bin noch nicht an das Netz angeschlossen. Der Anschluss muss dann erst noch belegt werden. Das heißt, es müsste der Graten aufgegraben werden, Leerrohr gelegt werden. Ach, hallo. Hallo, Topske. Leerrohr gelegt werden und dann auch noch das Kabel rein und alles komplett neu anschließen. Der Vorteil ist, dass Unity Media mir eine unfassbare Geschwindigkeit von 400 Mbit im Download und 20 Mbit im Upload maximal geben könnte. Natürlich würde ich die eigene Fritzbox 6490 Cable nehmen, denn Leute, diese Connectbox von Unity Media, da habe ich schon sehr viel Schlechtes drüber gehört. Das mache ich dann natürlich nicht. Sehe ich absolut genauso. Ja. Ja, und ansonsten, es ist ein genialer Speed bei Unity Media. Nachteil ist, ich kann mit dem Kabel nicht so variieren, wie ich möchte. Aber ansonsten, ich brabbel schon wieder viel zu viel, viel zu ausführlich. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ich helfe mal mit beim Beantworten. Ne? Im Notfall, unser Technik-Genie. Aber ganz ehrlich, Telekom Hybrid oder Unity Media, auf was soll ich gehen? Sag mal deine Meinung. Telekom Hybrid, kennst du meine Meinung? Sag's nicht. Nein. Die nein. Leute wollen es wissen. Nein, lass den Scheiß, ganz ehrlich. Geht lieber zu dem Kabelanbieter Unity Media. Der hat zwar, ich sag jetzt mal, nicht die besten Bewertungen, auf dem Volksmund ist er nicht so ganz beliebt, aber grundsätzlich ist es so, Kabel ist halt einfach um einiges leistungsstärker. Wenn ich mir das jetzt angucke, er will einen 200 Mbit Tarif. Und dann auch mit dieser Upload. 400 wäre maximal möglich, ja, 200 ist geplant, 200 Mbit Download. Richtig. Und dann gibt es normalerweise 10 Mbit im Upload. Man kann allerdings 20 Mbit im Upload bekommen, also eine Upload-Verdoppelung. Da würde ich gar nicht lange überlegen, ganz ehrlich. Da würde ich nicht lange überleben. Ja. Du hast den HVT-Ding, also wie es bei Unity Media heißt, habe ich dir vorhin schon erklärt, einfach Verteilerkasten, eigentlich vor der Nase sitzen. Da ist ein vernünftiger Backbone drin. Da hast du dein D-Slam drin. Nee, werde nicht so technisch. Ich weiß nicht, ob die das alles verstehen. Du hast, es gibt einmal ein Indoor- und ein Outdoor-D-Slam, ganz schnell erklärt. Ein Indoor-D-Slam ist in einem HVT, diese Kästen, die hier an der Ecke stehen, die bereiten ihr Signal nochmal besser auf. Und dann haben wir Outdoor-D-Slams, das sind diese riesen Häuser, die aussehen wie Einfamilienhäuser ohne Fenster oder die zugeklebt sind. Das zur Verständigung. Und ja, und er hat so ein Ding direkt vor der Nase sitzen, wo ein D-Slam drin ist. Also würde ich gar nicht lange überlegen, Topske, nimm den 200 Mbit Vertrag von Unity Media und versuch's einfach mal. Weil, was geht ja. Nichts. Und Unity Media, anhand der Ausbauaktion, übernehmen die ja die Ausbaukosten von maximal 1500 Euro. Wenn es teurer wird, müsste ich mehr machen. Unity Media sagt, das Kabel liegt direkt in der Straße. Lukas, die paar Meter, sind 7, 8 Meter circa, die Kabel gelegt werden müssen, durch den Garten. Ja. Würde das mehr als 1500 Euro kosten? Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Nicht? Nein, ansonsten legen wir das eben selbst. Ja, ansonsten legen wir es selbst, genau. Ja, also das waren erstmal so die Möglichkeiten, wieder mal etwas entspannter geredet. Klar, ich habe ein Skript, aber nutze ich nicht, aber heute nicht. Ich bin stolz auf dich. Warum, dass ich kein Skript nutze? Ja, ich mag das, wenn man so ein bisschen frei redet, sage ich jetzt mal. Es kommt vielleicht ein bisschen persönlicher manchmal sogar. Ja, auch wenn ich manchmal ein bisschen zu viel laber. Ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, damit du nicht viel zu viel laberst, würde ich sagen, wir sehen uns bei seinem Kanal beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss Internet. Tschüss Internet.